Wenn Gregor Emmenegger nicht gerade Filme dreht, beschäftigt er sich unter anderem intensiv mit der Kirchengeschichte vom ersten Jahrhundert bis zum Frühmittelalter. Wenn Gregor Emmenegger bei uns im CAS Grundfragen christlicher Existenz unterrichtet, beeindruckt er die Teilnehmenden und mich regelmäßig mit seiner immensen Gelehrsamkeit. Man hat den Eindruck, er kann jeden Kirchenvater auswendig und in Originalsprache zitieren. Gregor Emmenegger ist zudem Initiator und Projektleiter der Bibliothek der Kirchenväter online, BKV, einer unglaublich hilfreichen und dazu Studierende besonders aufgepasst, kostenfreien Sammlung patristischer Werke. Er wird uns nun mit auf den Weg nehmen zum Heiligen in Heiligen, vom heilsamen und unheilvollen Umgang mit Vorbildern. Lieber Gregor, herzlich willkommen. Danke, Christine, für die netten Worte. Meine Damen und Herren, ich freue mich, mit Ihnen jetzt 30 Minuten lang über Heilige und über den Umgang mit ihnen nachzudenken. Ich möchte anfangen mit Jakob Smidli und ein paar Gedanken zum Film gestern. Dann möchte ich in die Anfänge zurückgehen, wozu Heilige überhaupt? Und zum Schluss die Frage stellen, und was hat das alles jetzt mit uns zu tun? Jakob Smidli, ein einfacher Entlebucher Bauer, hat einen pietistischen Gebetskreis gegründet oder einen pietistisch inspirierten, und er ist 1747 deswegen oder wegen Ketzerei erwürgt und verbrannt worden. Es ist der Höhepunkt dieser traurigen Geschichte, aber noch lange nicht ihr Ende. Smidli wird als Vorbild, als Heiliger geehrt, auch von mir, sonst hätten wir den Film auch nicht gemacht. Er spielt eine große Rolle in der christkatholischen Kirche. Die reformierte Kirche Luzern eröffnet die Darstellung ihrer Geschichte noch heute im Internet mit Smidli und seiner Bewegung. Und jedes Jahr treffen sich Leute aus den Freikirchen zu einem Gottesdienst auf der Sulzig, dem Hof, wo Jakob Smidli gelebt hat. Smidli war Teil einer Erweckungsbewegung. Man wollte auf Christus schauen, sich von ihm verändern lassen, jenseits von Kantons- und Konfessionsgrenzen. Und genau dieser Punkt machte die Bewegung für die Regierungen so gefährlich. Ein Luzerner hat bitteschön katholisch, ein Berner reformiert zu sein. Eine kleine Anekdote. 1747, Smidli war zusammen mit anderen Angeklagten bereits im Kerker, sammelte die Gemeinde von Oberdiesbach, auch die pietistisch angehaucht, Geld für die Entlebucher. 10 Taler kamen zusammen. Eine 5-köpfige Delegation wird ins Entlebuch gesandt. Sie übergeben das Geld an Schmidlis Frau. Es gelingt dann aber den Luzerner Behörden kurz darauf, 2 der 5 festzunehmen. Man entlässt sie erst, nachdem die Diesbacher eine Buße, oder in dem Fall besser ein Lösegeld von 40 Talern gezahlt haben. Schmidlis Frau gibt, trotzig zu Protokoll, wartet nur, wenn das die Obrigkeit von Bern erfahrt. Und tatsächlich bekommt die Berner Regierung Wind von der Sache. Als die hilfsbereiten Oberdiesbacher aus der Luzerner Gefangenschaft nach Hause kommen, stehen die Beamten schon bereit und büßen die Leute mit noch einmal 50 Talern. Offensichtlich waren die Ratsherren an der Aare mit dem Vorgehen ihrer Kollegen an der Reuss einverstanden. Ein Luzerner hat katholisch, ein Berner reformiert zu sein, wo kämen wir sonst hin? Die gnädigen Herren wären ja auch schockiert darüber, wenn die wüssten, was wir in den letzten Tagen hier so alles gemacht haben. Nach allem, was wir wissen, hat Smidli nicht alleine diese Bewegung geleitet. Es gibt mehrere prägende Gestalten. Aber man wollte einen Sündenbock, dem man die Schuld in die Schuhe schieben kann.
stellvertretend für alle Angeklagten und zu Warnungen aller aufmüpfigen Untertanen wird er zum Erzketzer gemacht und dann zum Verschwinden gebracht. Andere wollten einen Märtyrer. Die Asche von Schmidlis Scheiterhaufen war noch nicht kalt, da sprangen in Zürich und sogar im weit entfernten Amerika die reformierten Druckerpressen an. Hört, hört, der Papst und die Jesuiten haben einen von uns umgebracht. Noch Jahrzehnte später wurden Flugblätter gedruckt und in Luzern herumgereicht. Schmidli mit Kreuz und den Strick, mit dem man ihn erwürgte, die konnte man in Zürich für wenig Geld kaufen. Da steht Schmidli ab der Sulzig durch ein Ketzergericht von vier Geistlichen in Luzern verurteilt, öffentlich am Pfahl erwürgt und verbrannt im Jahre des Heils 1747. Schaut her, was sie uns angetan haben, so schlimm sind sie. Die eigene Identität lässt sich einfach stärken, indem man die anderen abwertet. Nun könnte man meinen, dass das heute vorbei ist. Ich habe einmal an einer Tagung von unserem Projekt erzählt, da hat jemand gesagt, schön und gut, aber gell, das nächste Mal macht ihr etwas zu Fidelis von Sigmaringen. Der Kapuzinerpater war 1622 von den Reformierten in Sevis gelyncht worden. Da haben wir ihn auf einem Flugblatt, auch er mit Kreuz und dem Knüppel, mit dem er erschlagen wurde. Darunter steht Bild des Pater Fidelis von Sigmaringen, Prediger der Kapuziner, der im Prättigau im April 1622 von Heretikern wegen Christus erschlagen wurde. Heilige als Knüppel, um sie den Gegnern um die Ohren zu hauen. Gott sei Dank sind wir nicht wie die, die ihn erschlagen haben. Ich habe im Film gestern die Schweiz des 18. Jahrhunderts mit einem kleinen Afghanistan verglichen und bin dafür getadelt worden. Ja, der Vergleich war plump, natürlich, und ich entschuldige mich auch aufrichtig dafür. Auch bei allen Afghanen und Afghaninnen. Denn man muss es schon in aller Deutlichkeit sagen, nirgendwo sind umgerechnet pro Einwohner mehr Hexen, Täufer, Ketzer hingerichtet, vertrieben worden, wie auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Und die Konfessionsgrenzen spielen dabei eine zentrale Rolle. Schmidli 1747 im katholischen Luzern, Anna Göldi 1782 im reformierten Glarus sind kein Zufall. Märtyrer als Galionsfiguren gegen die Reformierten, gegen die Katholiken, gegen die Juden, gegen die Muslime, gegen die Kommunisten und so weiter und so weiter. Wer so mit Heiligen umgeht, bringt sie quasi noch einmal um. Das ist Teil des Problems, nicht der Lösung. Es ist ja genau dieser Konfessionalismus, welche die Luzerner Regierung zu so gnadenlosen Maßnahmen verleitete. Die eigenen Untertanen werden sich nur beherrschen lassen, wenn sie brav katholisch bleiben. Und was Schmidli auszeichnete, war ja gerade, dass er jenseits von diesen Grenzen neugierig auch sich bei anderen umschaute, bei anderen sauen wollte, wie die Christus nachfolgen. Jetzt habe ich mehrmals den Begriff Heilige verwendet, Zeit der Frage nachzugehen, was eigentlich Heilige sind. Nicht-Katholiken und besonders Reformierte stehen Heiligen und besonders dem heiligen Kult in der Regel kritisch gegenüber. Nur einer ist heilig, Gott. Und wer keine anderen Götter neben ihm haben soll, wie kann der zusätzlich Heilige haben? Und sie womöglich noch verehren und an festgesetzten Tagen feiern, sie um fürbittendes Gebet bitten, ein ganzes Skelett oder Körperteile in goldenen Monstranzen ausstellen. Das ist der heilige Felix. Den hat Jakob Schmidli auch noch gekannt. Die spinnen doch die Katholiken. Inzwischen holen die Evangelischen ja mächtig auf. So werden auch Namenslisten dargeführt mit großen Graubeszeugen und Gedenktage angegeben. Dietrich Bonhoeffer, 9. April, Martin Luther King, 15. Januar. Und mit einer gewissen katholischen Genugtuung habe ich gesehen, das ökumenische Heiligenlexikon führt auch Ulrich Zwingli, der doch so vehement gegen den Heiligenkult gewettert hatte.
Gedenktag 11. Oktober. Auch Calvin ist drin. Der vor 2 Jahren verstorbene George Steiner war ein jüdischer Universalgelehrte. Er ärgert sich einmal in einer deutschen Zeitung, die Christenheit hat nichts mit Monotheismus zu tun. 3000 Heilige, bitte. Das ist Polytheismus der offensichtlichsten Art. Da gibt es kein wirkliches Verständnis. Da hilft seiner Meinung nach auch der Unterschied zwischen Anbetung, die nur Gott gebührt, und Ehrung nicht, und auch nicht, dass selbst nach katholischem Verständnis die Ehrung von Heiligen in keiner Weise heilsnotwendig ist und deshalb auch keine Pflicht darstellt. Es sind denn auch nicht 3000 Heilige, sondern mehr, viel mehr. Für den heiligen Paulus war ja die Sache klar. Jeder Christ, jede Christin ist heilig, wenn sie von Gott geliebt und zum Heil berufen sind, trotz aller ihrer Fehler. So beginnt er seine Briefe gerne mit einer Formulierung, so wie hier im Korintherbrief. An die Geheiligten in Christus Jesus, berufen als Heilige mit allen, die den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Heilige sind Menschen, die Gottes Heilung erfahren. Aber die Christen der ersten Jahrhunderte gehen weiter. Sie ehren das Glaubenszeugnis, also die Frömmigkeit, die Barmherzigkeit, den Mut zur Bekenntnis. Sie ehren Brüder und Schwestern, die in besonderer Weise Christus nachahmen. Ich habe hier ein Motiv, das zu Schmidlis Zeit in vielen katholischen Andachtsbüchern zur Nachahmung Christi enthalten war. Ob die Ausgabe, die Schmidli besaß, auch ein solches Bild aufwies, wissen wir nicht. Die Christen als Maler, die das Leben Christi abbilden. Oben ist auf Hebräer 12 angespielt, lasst uns mit Ausdauer in einem Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Und unten steht ein Zitat von Augustinus: Wer Christus nicht nachahmt, leitet den Namen Christ vergeblich von ihm ab. Manchen Malern gelingt das Porträt Christi ja auch nicht so gut. Einer hat den Geldbeutel des Judas erwischt, rechts, links, außen. Ein anderer den Teufel aus der Versuchung. Jemand die Weinkrüge von Kanaa. Andere dagegen treffen Christus vorzüglich. Schon im 2. Jahrhundert ist aufgefallen, dass im Leben von Menschen, die Christus nachfolgen, bis in den Tod nachfolgen, Christus hindurchschimmert. Sie legen Zeugnis für Christus ab und bilden in ihrem Sterben nach, was Christus selbst tat und erlitt. Die Märtyrer formen mit ihrem Leben ein vorbildliches Abbild Christi. Dieses Element kam ja gestern unbeabsichtigt auch im Film vor. Und ich habe mich insgeheim gefreut. Plötzlich zeigen sich in Schmidlis Geschichte Parallelen zur Passion Christi. Seit den ältesten Märtyrerakten aus dem 2. Jahrhundert ein wesentliches Motiv in diesen Texten. Heilige lassen also Christus sichtbar werden. Heilige als Abbilder Christi sind unerlässliche Vorbilder. Gedenkt eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Betrachtet den Ertrag ihres Lebenswandels, ahmt ihren Glauben nach. So steht es im Hebräerbrief. Nun gibt es immer wieder Menschen, die stolz darauf sind, keine Vorbilder, keine Heiligen zu haben. Sie sehen in sich selbst die einzigen Sinnstifter ihres Lebens. Wer keine Vorbilder hat, muss niemanden nachahmen und kann ganz ungestört vor sich hinleben. Das ist eine ziemliche einsame Angelegenheit. Ein Kind, das keine Vorbilder akzeptiert, lernt noch nicht einmal reden. Wie beim Reden, so auch beim Glauben. Ohne Vorbilder im Glauben stände ich heute nicht hier. Natürlich folge ich Christus, aber nur, weil meine Eltern, Menschen aus der Pfarrei, Campus für Christus, die VBG, Leute, Autoren wie Lewis, Augustinus, Dorothy Sayers und überhaupt, weil eine ganze Wolke von Zeugen und Zeuginnen mit mir und vor mir gehen. Und wohl auch das eine oder andere Bittgebet für mich zum Himmel sandten und hoffentlich weiterhin senden. Und wenn Sie nach Ihrem Tod mit Christus im Paradies sind, fahren Sie hoffentlich
damit fort. Das hier ist eine Kitzerei in den Katakomben des Sebastian von Rom, entstanden um 250. Paulus und Petrus bittet für Viktor. Es gibt unzählige weitere solche Kitzeleien aus dieser Zeit. Verehrte Glaubensvorbilder, um Fürbitte anzugehen, kommt dem zutiefst menschlichen Bedürfnis entgegen, seine Beziehungen spielen zu lassen. Gerade dann, wenn man sich selbst schwach und machtlos sieht und der Abstand zu Christus gefühlt unüberwindlich. Was daraus geworden ist, ist bekannt. Ein überbordender Heiligenkult mit Litaneien, Reliquien, Gebet an Heilige. Das Zweite Vatikanum hat in diesem Punkt eine bemerkenswerte Wende eingeleitet. Kardinal Gerhard Ludwig Müller, einst oberster Glaubenswächter im Vatikan, schreibt: Die bildhafte Verehrung von einer Art Instanzenweg, der indirekten Beeinflussung Gottes oder der Umstimmung des strengen Richters Christus durch die Milde der Mutter Maria und der Heiligen, führt in die Irre und ist falsch. Auch für Katholikinnen und Katholiken gilt, Heilige dürfen Christus nicht im Weg stehen. Ein christliches Gebet ist immer ein Gebet an und durch Christus. Während Jahrhunderten reichte allein die Volksverehrung zur Heiligkeit. Dann im Jahr 993 sah man sich gezwungen, eine Art Kontrollinstanz zu schaffen. Die Idee war ja nicht schlecht, aus vielen Heiligen einige auszuwählen und sozusagen mit einem Gütesiegel zu versehen. Aber die gut tausendjährige Geschichte der Heiligsprechungen ist voller Frage- und Ausrufezeichen, untrennbar verbunden mit kirchen- und machtpolitischen Interessen und auch einer bemerkenswert dünnen Scheidelinie zwischen jenen, die entweder zu Ketzern oder zu Heiligen wurden. Das gilt auch für Schmidli, etwas südlicher geboren oder etwas später. Es hätte eine Bewegung wie Dese, Bibelgruppen oder Schmanöff entstehen können. Die katholische Kirche leistet sich also die Institution der Heiligsprechung. Da steckt ein weiter problematischer Aspekt drin, den man leicht übersieht. Wie wird man Störenfriede in der Kirche los? Man macht sie zu Ketzern. Die kann man aus der Kirche ausschließen und gegebenenfalls hinrichten. Und wenn sie dann immer noch stören, dann macht man sie zu Heiligen und stellt sie auf möglichst hohe Sockel. Sie entschwinden wie Heißluftballone in unerreichbare Höhen. Johannes Chrysostomus, Maximus Confessor, Franziskus, Therese Lisieux, Oscar Romero, die Liste der Heiligen, die auf diese Weise entsorgt wurden, ist sehr lang. Denn eines muss klar sein, Heilige sind keine Heiligen. Sie gehören nicht in Vitrinen, denn die Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern ein Spital für Sünder. Man kann durch die Listen der Heiligen gehen, da ist keiner ohne Fehler. 2014 hat Papst Franziskus zwei Päpste heilig gesprochen, was für ein Sturm in den Zeitungen. Johannes der 23. galt einen als erzkonservativ, anderen als linker Kirchenzerstörer. Johannes der 2. wurde als Politpapst kritisiert, als Vertuscher von Kindesmissbrauch, Unterdrücker der Befreiungstheologie. Jenseits der katholischen Kirche nicht anders. 2017 war Lutherjahr und er wollte, konnte lauernd auf Land abhören, wie unvollkommen doch dieser Glaubensheld war, was für schreckliche Dinge er über Juden und Frauen gesagt hat. Und nicht nur er. Martin Luther King war seiner Frau untreu und Jakob Schmidli hatte Sex vor der Ehe und Knatsch in der Familie. Was Heilige auszeichnet, ist ihr stetiges Bemühen um Wandlung, Selbsterkenntnis, Demut. Heilige sind gewordene, nicht geborene Vorbilder. Heilig in ihrer Unvollkommenheit, die bleiben wird. Aber eben bereit, sich heilen zu lassen. So kennt die katholische Kirche den heiligen Dismas. Er war ein schlimmer Verbrecher, wurde zum Tod verurteilt. Kurz vor seinem Tod betet er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet: Amen, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wer katholische
oder evangelische Kirchen Gedenktage für Heilige einrichten, so heißt das auch, wir sind alle zum Heil berufen. Wir sind alle fähig, gerettet zu werden. Heilige sind in ihrer Unvollkommenheit keine unerreichbaren Idole. Sie sind Menschen wie wir, Heilige wie wir. Heilige zu haben bedeutet auch, dass wir werden müssen, dass wir wachsen wollen. Das ist ein gutes Vorbild, das ist ein schlechtes Vorbild. Aber wir dürfen nicht richten und nicht verdammen. Das steht ja schon in der Bibel. Wir müssen also unsere Vorbilder auswählen, aber wir dürfen nicht richten. Meine Kirche hat ja lange gebraucht, um den Unterschied zu lernen nach Jahrhunderten des angemaßten Rechts auf Verdammung. Hier sehen Sie einen Abschnitt aus dem Gutachten von Pfarrer Frener zu Kernaussagen von Jakob Schmidli. Es geht um die Heiligenverehrung in diesen Punkten hier. Jakob Schmidli kritisiert vorher, dass in der katholischen Praxis der Unterschied zwischen Verehrung und Anbetung von Heiligen kaum mehr gemacht werde. Dann skizziert er, wie er Heilige und Heiligenverehrung sieht. Er sagt, wir müssen Freund untereinander werden, dass sie füreinander beten können. Das ist die Fürbit, allen durcheinander in Himmel und auf Erden. Weiter, ich halte die Anrufung der Heiligen nicht für gut und nicht für böse. Die Mutter Gottes kann nicht für alle beten. Man kann von ihr keine Hilfe zur Seligkeit erlangen. Man soll zuerst in ihre und in andere Fußstapfen treten. Frener sagt zu allem, heretisch, heretisch, heretisch. Aber mit seiner Haltung, nicht gut, nicht schlecht, Fußstapfen, Fürbittgebet, skizziert Jakob Schmidli recht genau die offizielle Lehre der katholischen Kirche, besonders seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Pech für Pfarrer Frener. Wer andere zu Ketzern stempelt, muss damit rechnen, selbst zu einem werden. Dass seit des weitgehenden Verzichts auf Verurteilungen die Zahl der Heiligsprechungen ab dem Zweiten Vatikanischen Konzil massiv zugenommen hat, ist kein Zufall und eigentlich zu begrüßen. Es ist allemal besser, Vorbilder zu suchen, als Heretiker zu brandmarken. In der Psychologie gibt es den Begriff des Rollenmodells. Damit bezeichnet man Vorbilder, die als Muster für spezifische Rollen herangezogen werden. Es wird aber nicht die gesamte Lebensweise zur Inspiration genutzt. Rollenmodelle spielen der Kindheit eine große Rolle. Man lernt durch solche Modelle. Es scheint mir hilfreich, in den Heiligen so etwas wie Rollenmodelle zu sehen. Das heißt auch, sich seine Vorbilder im Glauben in verschiedenen Lebensbereichen mit viel Bedacht auszusuchen. Man sollte sich von seinen Vorbildern fordern lassen, herausfordern lassen, aber nicht überfordern lassen. Nicht jedes Vorbild hat automatisch positive Auswirkungen auf Motivation und Selbstwertgefühl. Das inspirierendste Vorbild bringt nichts, wenn man darauf mit Selbstzweifel reagiert. Ignatius von Loyola war so viel besser als ich, das schaffe ich sowieso nie. Und in der Tat, Ignatius von Loyola, Gründer der Jesuiten, war sicher ein großer Heiliger, aber seine humorlose Strenge kann einem schon ziemlich auf die Nerven gehen. Zum Glück gibt's Abhilfe. Filippo Neri, Nachbar von Ignatius und Gründer einer Gebetshausbewegung. Er wurde gefragt, wie er es denn geschafft habe, für so viele Leute zum Vorbild zu werden. Und Neri sagte, vor jeder großen Entscheidung habe ich mich gefragt, was Ignatius getan hätte. Und dann habe ich das Gegenteil getan. Folgerichtig ist Filippo Neri denn auch mit Ignatius zusammen heilig gesprochen worden. Da steckt viel Weisheit drin. Man sollte mehrere Vorbilder haben, um nicht zur Parodie eines Einzelnen zu werden. Der Mönchsvater Cassian hat im 5. Jahrhundert seinen Novizen vorgeschlagen, Heilige in Form eines verinnerlichten Beraterkreises mitzutragen. So können sie helfen, adäquate Entscheidungen für unser eigenes Leben sicherer zu treffen. Was würde Ignatius sagen? Was dächte Filippo Neri dazu?
Mit Hilfe der imaginierten Vorbilder lassen sich Probleme, Entscheidungen von verschiedenen Perspektiven beleuchten, Chancen und Risiken abwägen. Hervorragend umgesetzt ist das an der Westminster Abbey. Männer und Frauen aus allen Erdteilen, Anglikaner natürlich, aber auch Leute aus der katholischen, orthodoxen, methodistischen Kirche stehen da als Vorbilder für die Eintretenden. Es lohnt sich einmal, seine eigenen Vorbilder und Heiligen genau anzuschauen und zu prüfen, wem man sich da und warum ausgewählt hat. Heilige, die dafür stehen, was ich sowieso denke, sind wenig hilfreich, wenn man auf Christus hinwachsen will. Überhaupt gibt es bei Heiligen wenig um theologische Überzeugungen. Seid heilig, weil ich heilig bin. Gott beruft uns zur Heiligkeit, nicht zur Rechtgläubigkeit. Wir sind zur Heiligkeit berufen. Die Welt verändert sich durch unser Vorbild, nicht durch unsere Meinung. Man muss nicht heilig sein, um heilig zu werden. Aber wenn das Christentum weiter existieren soll, müssen wir zu Rollenmodellen werden, zu solchen, wie wir sie hatten und gebraucht haben, als wir jünger waren. Das ist manchmal recht unangenehm und erfordert standfeste Treue zur Verantwortung vor Gott. Als sich abzuzeichnen begann, dass sich eine Verfolgung anbahnte, wurde Schmidli geraten, doch nach Basel oder Zürich zu fliehen. Aber Schmidli wollte nicht. Er sagte, Gott hat mich durch die Geburt in die römische Kirche gestellt und dieser Finsternis will ich das Licht des Lebens zur neuen Geburt aufscheinen lassen. So will ich von meinen blinden Nächsten herleuchten, damit ich anderen ein Wegweiser zum Himmel werde. Die Nicht-Katholiken unter ihnen dürfen bei römische Kirche auch gern den Namen der eigenen Kirche einfügen. Oder den Arbeitsort, den Wohnort. Es geht ja auch hier nicht darum, dass man nicht die Kirche wechseln darf. Aber wir sind zur Heiligkeit berufen und dürfen uns nicht dispensieren davon, Vorbild zu werden und zu sein. Ist Schmidli also ein Heiliger? Sicher nicht für Heiligsprechung und Statuten, sicher nicht im konfessionellen Sinn, kein Superheld irgendwo da oben am Himmel, aber ein Vorbild auf jeden Fall, besonders für uns Katholiken, Stichwort Priestertum aller Gläubigen, Subjekt werden, Bibel lesen, synodaler Prozess, aber nicht nur. In einer Zeit, in der die Lebenswelten immer mehr auseinanderdriften, Milieus sich einigeln und abgrenzen, steht er für Offenheit, Neugier und Toleranz und die Fähigkeit, ihm gegenüber Christus zu sehen. Oder wie er es im Protokoll gesagt hat, wir müssen Freund untereinander werden, dass wir füreinander beten können im Himmel und auf Erden. Danke fürs Zuhören.